Ich hab keinen. Hallo! Das hat keiner gehört. Hat's auch, glaube ich, echt nicht. Ja. Wir müssen jetzt nochmal den... Eigentlich hat sich nichts geändert. Alle leben noch, die vorher aufgelegt haben. Du willst doch nicht diesen scheiß Troll mit dem Bogen abschießen. Das will ich nicht, aber ich will ihn herlagen. Ich hab die... Nee, hab ich nicht getötet. Nee, natürlich nicht. Hast du nicht so eine Spur. Hast du nicht. Da kommt gleich noch einer hinterher, du. Der mir jetzt Freunde gefunden. Du kannst ihn... Du kannst ihn nur mit Zaubern, glaube ich, irgendwie richtig schaden. Kriegstroll. Oder so einfach... Warum steht da eigentlich manchmal 4 und manchmal 3? Das ist der Schaden, den ich mache. Weil das steht manchmal... Ach so, den Schaden, den du machst. Guck mal, das ist deine Leben. In 5 Stunden sind wir dann fertig. Das ist doch langweilig. Kannst du mal wieder Feuer machen oder so? Ich kann Feuer machen, ja. Ja, gar nichts. Ich bin genauso viel wie ein Bogen. Da hättest du auch eben, als du eben mit dem Schwert, die du gekämpft hast, deine scheiß eisige Berührung gemacht. Mann, warum kommt der denn jetzt nicht her? Warum willst du aber... Achso, darum. Dann. Jetzt da stehen bleiben. Das ist irgendwie so eine Art Endgegner, kann das sein? Wieso kommt er nicht her? Pfeile. Das ist der Boromir der Trolle. Der ist doch auch bei Herr der Ringe, also wenn die die Pfeile in die reinbohren und die den nicht kapiert. Mann, warum kommt das Arsch mal hin? Das ist für spannend. Guck mal seinen Lebensbalken an und dann den von dem Troll. Ja, das ist ja logisch. Der ist gleich tot. Nein, töte ihn nicht. Er ist mein Cousin. Cousin. Cousine, Entschuldigung. Oh, mein Bruder kriegt ein Kind. Ich freue mich schon, ob ich Tante oder Onkel werde. Er ist tot. Jetzt können wir uns in Ruhe dem Troll widmen. Ja, in Ruhe. Oder gar nicht. Wir können auch einfach weggehen. Was meine Variante ist. Bis jetzt, bis gerade wieder zurück. Nein, kann ich nicht. Aber musst du aber. Laut der Tat. Was soll das denn? Wenn man flüchtet, dann schicken die einen Ratten, Fledermäuse. Oh mein Gott! Ich glaube, ich mache einen Rattenschwanzhandel auf. Erfahrung gekriegt. Sehr schön, wenn wir jetzt wissen, was wir damit machen. Schleichen wir ja keiner. Und hast du jetzt eine Strategie für den blinden Troll? Blinden Troll? Wäre mal blind, das wäre schön. Blinden Troll. Man kriegt hier bestimmt den Schlüssel aus dem Troll raus, damit man auch überhaupt weiterkommt. Oh, wie viel er schon Energie verloren hat. Oh nein! Was ist los? Jetzt hast du es auf den Bogen gemacht. Ja. Da hab ich gar nicht getroffen. Wenn ich mich seitlich bewegte... Oh. Ich benutze nochmal den das ist eisige Berührung. Ja, was? Warum macht er nichts? Ja! Er ist eingefroren! Oh, das war gut. Wenn das nochmal hin ist. Oh, hätte ich das erste Mal nicht verkackt, dann wär's... Was liegt da eigentlich? Der Schlüssel! Oh mein Gott! Theaterschlüssel! Ah! Aber eben hast du gesagt, bestimmt kriegt man aus dem Schlüssel, hab ich gesagt, da liegt auch noch was. Ja! Oh nein! Also, da waren ja voll die coolen Sachen und da war gerade ein Pergament und so drin. Hab ich das eingesammelt? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Mal ja. Ein Theater. Ich dachte, das ist hier ein Kerker, wenn hier ein Troll ist. Aber guck mal, wie kommst du her? Du kannst nein! Schon. Komm ich nicht. Doch, es gibt ja mehrere Gänge und du warst schon mal in diesem Gang, wo 1000 Türen waren.
Ja. Guck mal auf die Karte, das ist alles schön. Ja, das ist der Verbindung mit dem. Nee, da würde ich jetzt nicht hingehen. Nicht? Ja, man kommt ja überall in dieses Theater. Ich würde. Aus dem Theater geht's wahrscheinlich raus. Ich hab Gürtel. Richtig. Ich wollte eigentlich das da vorlegen. Wahrscheinlich wieder. Nee, keine Strafe. Aber das ist auch nur plus 1. Ja, na und? Nützt den. Du hast nichts anderes. Wo ist der denn hin? Endlich mal da oben. Endlich mal was ohne Strafe. Vielleicht hast du auch ein neues Schild, glaube ich. Das da, ja. Vielleicht, das ist auch ein leichtes. Könnte sein, dass es auch keine Strafe. Ja! Sehr geil. Endlich, jetzt kann ich. Aber guck mal, wie mini das auch ist. Das ja, kann ich so machen. Ich schlag er mal gegen du! Oh Mann. Da guck, du hast ganz viele Zauber, du bist auch auf so einem Zauber. Ach ja, okay. Oh, ganz schön wieder. Furcht und eisige Berührung. Guck, das ist so einmalige eisige Berührung. Du hast aber auch noch eisige Berührung als ja. Buch. Sehr schön. Willst du den Treues trotzdem noch töten? Weiter. Ich bin hier auf einer neuen. Ach, jetzt bin ich hier auf der Bühne. Ah. Was war das? Greifen. Der ist geil, der ist in meinem Lieblingszauber, du. Machst du einen komischen Ophelia-Warze? Ja, die Frage ist, wo geht's hier raus? Haha. Magier? Wo kommt der her? Alter, komm hier alle her. Warum wechselst du deine Waffe nicht? Und jetzt plötzlich doch und dann wieder nicht. Warum redest du mit einem Computergestalt? Mit einem Computergestalt? Alter! Warum schlag ich denn nicht? Eben hab ich die Goblins mit zwei Schlägen tot gemacht, ne? Da ist noch nichts zu tun, jetzt da raus. Wenn ich raus ist, ist ein Dungeon, ey. Ja, ich will nichts mehr. Ich will diese Stadt und... Wenn ich hier kommen würde, würde ich mir wünschen, ich will aus diesem Dungeon raus. Aber das Spiel halt halt Dungeon Darzen. Ja. Oh, das ist das erste. Haha! Eisige Berührung nochmal. Eisende Rüstung. Da kannst du auch aus der Tür rausgehen. Gleich auch klettern. Ich will mal sehen, wie das hoch, aussieht. Oh, guck mal. Nee. Hä? Falsche Seite. Aber oh, wir sind on a new place. Alter, kann man hier entdecken. Oh, das ist irgendwie heftiger. Jetzt sieht man das erst. Und wo? Und es sind auch noch zwei. Bei solchen will ich das gar nicht erst versuchen. Ja. Dafür kann ich das Knacken noch nicht gut genug, bestimmt. Ja. Geht das denn? Ach, ich hab jetzt ja noch kein Dietrich. Ja, musst du nicht, weil du gut genug bist. Ja, ne? Ich bin gut genug. What the frick soll das? Da kommt man nur dann zu der anderen Seite der Bühne. Da hätte man das übergehen können mit dem Doppel. Auf jeden Fall gibt's hier viel zu viele Türen gerade, ich weiß gar nicht, wo man alles hin soll. Oh, huch, da ist hier irgendwie Gelenke gebrochen, hast du gehört? Ja. Guck mal, ich steh hier los. Huch. Also ich geh jetzt einfach hier es raus. Es gibt so viel, das ist nicht schon wieder nichts Neues. Du musst mal auf die Karte gucken. Oh, damn. Aber du kommst dann wahrscheinlich... Hier? Weiß ich auch nicht. Nee, hä, das ist einfach nur grau. Du musst nochmal in die Theater, da wo der Troll rumläuft. Da waren noch ganz viele Türen, glaube ich. Dungeon. Da kommt jetzt schon das Neue, ist doch schön. Wow, das war... Nee, war ich? Doch war es, der Gang, den Gang hast du noch nie benutzt. Hier geht's noch irgendwo ja, hin. Da kannst du, da hättest du lange gehen können, in die Tür. Oder? Okay, hab ich gesehen, ich habe auf die Karte geguckt. Also. Ja, weil man sieht gar nicht, wo es noch lang geht. Guck mal, hier sind wir in den neuen Bereich. Ich höre hässliche Leute. Eine riesige Tür ist da irgendwie. Ganz viele Kisten. Boah! Gold, Gold, Gold. Du hast übrigens auch wieder Erfahrung können das sein. Hätte ich den Troll getötet, dann hätte ich bestimmt Erfahrung. Ja, du könntest kannst du auch mal machen. Du könntest nur noch deine Mechanik verbessern. Eure Fähigkeit, den Mechanismus von Schlössern und Fallen zu verstehen, bevor ihr versucht, diese zu... Ah, das ist da. Oder da oben Intellekt verbessern. Oder gar nichts. Ich gar nichts. Ja. Geht's hier raus? Hoffentlich. Nein, warum probierst du es nicht aus? Theatertür. Ja. Jetzt geht's raus aus dem Theater natürlich. Oder das Spiel hat sich aufgehangen. Speichern! Wir sind draußen! Soll ich den überspeichern? Ist mir egal. Ihr habt viel zu viel.
Was hast du eben gesagt? Wir nennen es doch einfach so. Wir sind Drausinde, habe ich gesagt. Drausinde. Draufinde. Okay, genau. Oh Mann, das ist doch... Ich glaub's nicht, dass du dir jetzt sehr Mühe gibst beim scheiß Speicherspon. Es gibt das nicht. Es gibt keine SZ. Wir sind in einer Stadt oder was auch immer das hier ist. Ja, wir sind jetzt ins Theater durch diese scheiß Tunnel gekommen und jetzt sind wir aber in der Stadt. Aber hier sind keine Leute, was ist das? Vielleicht wohnen hier auch Goblins oder so. Ich trinke gerade Tee und... Vielleicht ist Heiligabend, wir sitzen vom Weihnachtsbaum. Goblins. Wir sind hier in irgendeiner dreckigen Gasse. Vielleicht tötet dich der Mann jetzt, weil du hier nicht rein darfst oder so. Aber egal. Das haben wir gerade gespeichert. Halt! Kann man mit dem reden? Darf den Palast geil! Ohne offizielle Genehmigung betreten. Stimmt, gibt's auch bei Warcraft. Niemand darf Fürst Davenmoor sprechen. Außer er ist im offiziellen Auftrag des Reiches unterwegs. Wir haben doch den Brief. Ja. Gib ihm den. Mein Fürst hat sich in den Palast zurückgezogen, seitdem die Jungfer Elfin verschwunden ist. Niemand darf den Palast betreten und mit Fürst Davenmoor sprechen, wenn er nicht eine spezielle Erlaubnis hat. Ja, dann gib ihm die doch. Die Tochter unseres Fürsten ist einfach eines Nachts verschwunden. Wisst ihr etwas über den Verbleib von Jungfer Elfin? Elfin? Vielleicht verfüge ich über Informationen. Sicher erkenntlich zeigen. Ja. Geht ich will die nicht finden. Jetzt zeig ihm den Brief. Nein. Geht das irgendwie? Der Brief hat da glaube ich auch gar nichts mehr zu tun. Ja, was steht denn drauf? Ich schicke euch diesen Brief. In der Hoffnung, dass ich euch antreffe. Kommt bitte in den Tempel, da musst du hin, den Tempel der Cessine nach Fernhain. Sind wir in Fernhain bestimmt, ne? Fernhain? Warum kenne ich Fernhain? Weil wir da drin sind. Seher Augustus. Doch, das ist Fernhain, ja. Woher kenne ich den Namen Fernhain? Müssen wir den Tempel finden. Irgendwo gibt's das noch in irgendeinem Spiel. Ja, an deiner Mutter. Es gibt den verbotenen Hain. Nein, nichts was. Darf den ach, du meinst Heinz Strunk. Aua. Oder Heiner Lauter. Hilfe! Ja, weil du da einfach reingehst. Hä? Niemand darf Fürst Dave was sagt ihr? Macht keinen Ärger. Ich habe mir nichts gesagt. Was sagt ihr? Macht keinen Ärger. Hört auf! Polizei am Boden. Boom. Polizei am Boden. Polizist am Boden. Polizei am Boden. Das sind so typische Ausschnitte so. Macht ihr keinen Ärger. Polizei am Boden. Boom. Ist das vielleicht der Tempel von Cezin? Sind auf den persönlichen Befehl von Fürst. Ach, das ist das Stadttor. Da wolltest du rein. Jetzt kommst du nur nicht mehr raus. Aber das wollen wir gar nicht. Also ich find's gerade ein bisschen schlecht, dass keine Leute sind. Vielleicht ist es nur, weil ja, Nacht, Nacht ist. Ja, weil es Nacht ist. Kann man nicht auf Tee warten? Nee. Doch, irgendwo kann man warten. Ja, ne? Aber das finden wir doch wieder nicht. Jetzt ist die Karte weg. Egal, das gucken wir später nach, wenn wir gerade mal wieder ausmachen müssen, weil wir den Spiel okay, haben. Ja, wuhu, ich laufe einfach vor der Polizei weg. Polizei am Boden. Aber das könnte doch hier ein... Bumm. Fernhain Ortsmitte. Das ist schon mal besser, da könnte der Tempel... Hilfe, Hilfe! Geh schnell in die Ortsmitte. Vielleicht dürfen solche Missgeburten wie du hier auch nicht rumlaufen. Das ist meine Wolf. Das bist du auch. Echt? Sind wir zusammen eine Person? Ist ja ekelhaft. Ach ja. Endlich sind wir aus diesem Dungeon raus, wie ich mich gefreut habe. Und irgendwann, wenn wir stark genug sind, gehen wir nochmal zurück zu dem Scheiß-Troll. Mach das kurz, Bürger. Wir wollen doch gar nichts. Cool. Es ist gefährlich auf dem Monster. Man sollte sich nicht grundlos herumtreiben. Geht rasch weiter. Diebe lauern überall. Was sagt ihr? Die brüllen ganz genau, die Diebe. Genau. Die Diebe lauern überall in den Schatten. Außerdem gibt es Berichte von Goblins in der Stadt. Seid also auf der Hut. Sag mal immer das, was du ankriegst. Ich zweifle Goblins? Daran, dass die Armee von Fürst Grimgrab die Goblins ausgesandt hat, um uns auszuspionieren. Oh mein Gott. Ich hoffe nur, dass Fürst Davenmoor bald Verstärkung schickt, damit wir Fernhain von diesem Abschaum säubern können. Okay, also Grimgrab ist böse, kann man sich schon an Grimm merken? Ja genau, Fernhain. Fernhain? Sagen, dass Fernhain bald von unseren Feinden angegriffen wird. Ich bete, dass Fürst Davenmoor die Armee des Königreiches einen kann. Alter, bist du so richtig schlecht, oder? Mein Fürst Davenmoor? Zurückgezogen seitdem ich hab vorhin, er steht vor dir. Ja. Nein? Fürst Davenmoor? Ja, wissen wir. Wir wollen gar nicht mit ihm sprechen, oder? Fürst Grimgrab? Fürst Grimgrab hat den... Jungfer Elfin? Aber bist du nicht? Von Jungfer Elfin. Wenn ihr sie findet, wird sich Fürst David... Wenn ihr irgendetwas... Also, ich hab irgendwie das ganz komische Gefühl, dass wir irgendwie eine offizielle Belohnung... wie ist das? Dieb, töte ihn!
Die Stadtwache soll das für mich erledigen. Macht sie nicht, sie geht einfach weiter. Die Arbeit einer Wache ist nie getan. Sehr geil, hilft dir. Voll gut, ey. Alter, auch guck mal seine Rüstung jetzt an. Gefällt mir das Spiel. Danke. Die Arbeit der Wache ist nie getan. Yeah. Das war sein Spruch, den hat er sich vorher lange ausgesucht. Erst hat er so gemacht, Ding Dong, die Pizza ist da. Aber Abschaum in den Straßen. Das ist ganz normal in der Stadt, da läuft immer die Stadtwache durch die Straße und schmettert einfach einen ab. Alter, ich helf ihm, hilf ihm! Trete zur Seite. Hier, er wirft ihn uns gleich. Ich trete nicht zur Seite, ich töte! Dann sag mal so, hast du ein Problem, hast du noch ein Problem? Geh nicht weiter! Was sind da? Guck mal, der hat zwei Waffen gleichzeitig in einer Hand. Hilfe! Ich werde aus. Alter, das ist ein krankes Spiel. Außerdem sterben die einfach nicht. Was ist das da für ein Mann? Der wird ausgeraubt gerade. Ist die Stadtwache tot? Was machst du denn? Ich kann nicht, ich hab keine Hand mehr! Ach du Scheiße. Ich glaube, ich hätte die Wache einfach machen lassen sollen, oder? Das ist ein guter Moment, um zu gucken, wie man es Tag macht. Der ist unbesiegbar, der Bösewicht. Guck, da kommt noch eine. Wir gleich. Nö, die geht ja noch weg. Nee, das ist mir zu heftig. Tschüss! Man hört jetzt immer noch, man hört es immer noch. Ja, das haben wir letztes Mal gar nicht bedacht. Ja. Irgendwas gesagt. Und du hast gebacken, ich hab keinen Bock mehr. Nein, das war ja davor. Oh.